Hallo, meine lieben Freunde, heute geht es darum, wie bereite ich mich eigentlich auf die nächsten Seasons, auf die nächste Season vor? Wie kann ich das machen? Was muss ich beachten? Wie kann es eigentlich sein, dass ich als jemand, der jetzt nicht so viel Diablo 3 spielt, also dreimal die Woche, viermal die Woche, vielleicht 2, 3 Stunden jeweils, das heißt also effektiv pro Woche 12 Stunden, 9 Stunden Diablo 3 Spiele. Wie kann es eigentlich sein, dass jemand wie ich, ein Casual Gamer, auch natürlich so gute Charaktere sich erstellen kann in so kurzer Zeit teilweise, wofür andere vielleicht länger brauchen oder auf Qual 6 die ganze Zeit in der Season rumwursten, ohne ja wirklich voranzukommen, beziehungsweise nicht das finden, was sie wollen. Woran liegt das? Was kann ich tun, um mich da zu verbessern? Wie bereite ich mich am besten auf Seasons vor? Was mache ich eigentlich dann in den Seasons am besten? Wie fange ich an? Womit mache ich weiter? Was hilft mir dabei? So ein bisschen, ja, darüber möchte ich mit euch reden. Und was ihr hier sehen könnt, sind die Patch Notes vom Patch 241, der jetzt momentan auf dem PTR drauf ist. Das ist der Test Realm, ja. Ihr könnt dann immer schon die Patches testen, wenn sie online sind. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch mit einer Season oder einer angehenden Season beschäftigt, dann guckt euch ruhig mal wirklich die Patch Notes bis zum Ende an. Guckt euch alles an, was geändert wird, und überlegt dann, wie beeinflusst das eigentlich meinen Spielstil? Kann ich jetzt vom nächsten Patch eigentlich erwarten? Wir gehen auch darüber nochmal ein oder darauf nochmal ein. Oh, Entschuldigung. Wir gehen jetzt auch nochmal darauf ein, nicht nur was auf dem PTR man herausfinden kann und was man durch die Patch Notes herausfinden kann, sondern was man vielleicht auch für sich selber überlegen muss, weil es kommt ja auch darauf an, welche Klasse man am liebsten spielt oder welche Klasse man spielen möchte. Beziehungsweise kann es ja auch sein, dass man hier herauslesen kann, dass eine bestimmte Klasse besser wird als alle anderen, und dann stürzen sich natürlich plötzlich alle darauf. Ist es dann vielleicht nicht besser, doch eine von den anderen Klassen zu spielen, die eventuell dann auch verbessert werden? Vor allen Dingen, wenn es sich um Gruppencharaktere handelt. Ja, auf solche Fragen werde ich dann eingehen, und wenn ihr Fragen habt zu Seasons oder was ihr machen könnt, um euch zu verbessern und euer Gear zu verbessern, beziehungsweise wie ihr schneller vorankommt in Seasons und auch die Seasonreise schafft. Darauf werden wir dann alles noch eingehen. Ihr könnt die Fragen in die Kommentare schreiben, darauf werde ich auch immer gerne antworten. Oder euch natürlich auch gegenseitig helfen. Ihr könnt da auch die Fragen von anderen schon beantworten, wenn ihr es wisst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch dem Ganzen einen Daumen nach oben nachher. Und ich gehe auch auf das Data Mining ein, was jetzt schon so ein bisschen durchgesickert ist, was eventuell noch kommen wird in der nächsten Season. Aber das ist alles spekulativ, darauf möchte ich jetzt noch nicht so sehr eingehen, auch wenn andere da so einen riesen Hype drüber machen. Ich werde es dann am Ende nochmal anschneiden. Wir gehen jetzt erstmal die Patch Notes durch und überlegen uns, was kann ich jetzt eigentlich damit anfangen. Also, wir haben zuerst mal allgemein immer, was für Änderungen jetzt so gemacht wurden. Das ist meistens nicht ganz so krass. Die bessere Serverleistung und Erfahrungsbonus bei Massaker war irgendwie nicht korrekt berechnet. Das wurde behoben. Serverleistung. Hoffentlich klappt das auch wirklich, Blizzard. Ich glaube da noch nicht daran, ob die Serverleistung verbessert wird. Wenn man alle Server von Europa und Asien plötzlich so durcheinander wurschtet, wie man das das letzte Mal gemacht hat, und dann die Serverleistung total abkackt, dann ist das nicht sehr effektiv. Naja, aber was weiß ich schon. Klassen. Ja, Klassen ist das Wichtigste, weil es kommt darauf an, was spiele ich am liebsten für eine Klasse, welche habe ich drauf. Also es gibt ja welche, die haben wirklich alle Varianten, alle Facetten von Barbar drauf oder vom Witchdoktor, Dämonenjäger. Ja, andere spielen wieder durchweg alles. Also ich habe auch schon alles gespielt, bis auf den Dämonenjäger, aber den möchte ich mir vielleicht für die nächste Season schon mal aufheben und anfangen, den zu spielen. Da haben wir auch ein paar im Clan, die da wirklich sehr gut sind. Mal gucken. Erstmal gucken wir uns den Barbar an. Aktive Fertigkeiten, Hammer der Urahnen. Fertigkeitsrune Geburtsrecht heilt jetzt 3% des maximalen Lebens bei kritischen Treffern, lässt keine Heilkugeln mehr fallen. So, was bedeutet das? Wir haben jetzt eine bessere Überlebenschance, aber dafür
haben wir keine Heilkugeln mehr. Das heißt, sie zerstören uns quasi so ein bisschen jetzt hier den Gruppenbarbar, weil jetzt in dieser Season ist der Barbar in der Gruppe dafür zuständig, auch unter anderem die Heilkugeln procken zu lassen. Ja? Pro kritischen Treffer mehr Heilkugeln für die gesamte Gruppe. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Gruppe geheilt wird und dass der Magier den Schaden erhöht bekommt, den er ja mit seinen Wirbeln gekriegt hat. Durch die Heilkugeln wurde der Schaden ja nochmal erhöht, durch das erhöhte Leben und den Schaden. Ja, ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr in Gruppen gespielt habt mit dieser Konstellation, Monk, WD, Barbar und Zauberer, dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Denn die Heilkugeln sind dafür zuständig gewesen, dass der Schaden erhöht wird und die Gruppe Heilung bekommt. So, jetzt kriegen wir hierdurch weniger bzw. gar keine Heilkugeln mehr. Es heißt also, trotz unserer Gegenstände, die wir dann ausgerüstet haben in der Gruppe, haben wir weniger Heilkugeln. Weniger Heilkugeln bedeutet auch in der Gruppe weniger Schaden. Dafür wird jetzt der Barbar ein bisschen mehr geheilt, bringt ihn allerdings nur für Solo meistens etwas, es sei denn, die Heilung wirkt sich jetzt auf alles aus. Wir gucken mal rein, ob man das hier sehen kann. Nee, das haben sie leider nicht anzeigen lassen, die Rune Geburtsrecht. Vielleicht ändern sie es auch noch, dass das die Gruppenheilung eventuell betrifft. Das wäre vielleicht noch ganz gut, aber auf dem Testrealm wird es ja erstmal getestet und dann wird geguckt, was bringe ich eigentlich in den nächsten Patch ein und lohnt es sich, beziehungsweise sind die Spieler damit zufrieden und damit werden die Spieler wahrscheinlich nicht zufrieden sein. Schmerz unterdrücken. Reduziert 5 Sekunden lang jeden erlittlichen Schaden. Immunität aller Kontrollverlusteffekte, tralala. Brauchte man theoretisch nicht, wenn man sich sowieso generell im Berserker befinden konnte. Allerdings. Schadensreduktion ist immer gut. Und hier haben wir jetzt die Rune einer für alle. Die Schadensreduktion für alle Verbündeten würden von 50% auf 25% reduziert. Das heißt, schon wieder etwas, was die Gruppe schwächt. Was den Barbar wahrscheinlich in der nächsten Season aus den Gruppen vielleicht ausscheiden lassen könnte. Was bedeutet, dass andere Gruppen wieder auf dem Vormarsch sein können. Also wieder andere Gruppenbuilds zu erwarten sind, dass zum Beispiel jetzt zwei Mönche, zwei Support-Mönche mit unterschiedlichen Einstellungen gebraucht werden, statt einem Barbar. Also zwei Mönche vielleicht und der Witchdoktor und der Dämonenjäger oder der Zauberer, je nachdem. Steinhart, passive Fähigkeit. Dornenschadensbonus wurde von 50% auf 100% erhöht. Das bedeutet, wir können damit rechnen, dass wir vielleicht einen Dornenbarbar erstellen können. Das auch wieder nur fürs Solospiel hilfreich meistens. Wenn wir den Dornenschaden erhöhen und gehen durch die Gegner durch, dann. Ich habe schon Builds gesehen, da ist der Barbar ein Non-Click-Build gewesen. Ja? Er hat sich einfach angreifen lassen und die Gegner sind von alleine umgefallen. Okay. Dämonenjäger. Gefährte. Fertigkeitsrune Ebergefährte. Die Boni für Leben pro Sekunde und Widerstand werden auch euren Verbündeten gewährt. Also unsere Verbündeten überleben jetzt dadurch länger. Ja, die sterben nicht mehr so schnell. Da kommen wir auch gleich auf die Edelsteine nochmal, weil die Edelsteine wurden ja auch geändert. Und da gibt es auch diesen Edelstein für Gefährten. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn die Edelsteine kommen. Fertigkeitsrune Wolf gefährdet. Der durch diesen Gegenstand gewährte Schadensbonus wirkt jetzt multiplikativ mit anderen Schadensquellen. Das heißt, vorher war der nicht multiplikativ mit anderen Schadensquellen, also hat sozusagen wenig Schaden gemacht. Man konnte den nicht großartig erhöhen. Das wurde nicht multipliziert, ja. Multiplikation mal, ne? Wurde nicht mal genommen mit anderen Schadensboni. Und jetzt allerdings schon. Das heißt, unser Wolfsgefährte kann jetzt durchaus mehr Schaden machen. Also, wenn wir jetzt den Ebergefährten und den Wolfgefährten, ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt ein Dämonenjäger mit Pet-Build ganz vorne im Solospiel sein kann, wenn er die richtigen Steine benutzt. Ja, da können wir nachher gleich nochmal auf die Edelsteine. Ruhige Hand. Schadenserhöhung. Der durch diesen Gegenstand gewährte Schadensbonus wirkt jetzt multiplikativ mit anderen Schadens. Bonusquellen. Das heißt, wenn ich passive Fähigkeit und dann Ebergefährte und Wolfsgefährte reinnehme, wird mein Wolfsgefährte definitiv
stärker, viel, viel stärker sein als vorher. Und mein Ebergefährte zwar auch, der allerdings jetzt nicht so krass, wird uns aber dafür mehr Leben und Widerstände für all meine Ge Verbündeten, das heißt also auch für meinen Wolfsgefährten gewähren. Und wenn ich die dann eventuell die Möglichkeit habe, durch irgendeinen Set-Gegenstand oder irgendeinen Gegenstand zu kombinieren, diese zwei Gefährten, dann hätte ich einmal mehr Widerstand und einmal mehr Schaden. Wobei wahrscheinlich der Wolfsgefährte jetzt eher genommen wird durch den erhöhten Schaden. Ja, also es sieht so aus, als könnte hier ein Petbild für den Dämonenjäger kommen, wenn eventuell noch legendäre Gegenstände und Set-Gegenstände irgendwie modifiziert werden sollten, was durch Data Mining nicht auszuschließen ist. Der Hexendoktor. Umklammerung der Toten. Fertigkeitsrune: Tod ist Leben. Die Chance, einen Zombiehund zu beschwören, wurde auf 70% erhöht. Lässt keine Heilkugel mehr fallen. Oh, Entschuldigung. Das heißt, wir können jetzt mehr Zombiehunde bekommen durch diesen Umklammerung der Toten. Allerdings lässt die Umklammerung der Toten auch keine Heilkugeln mehr spawnen. Auch hier wieder was, was nicht in den Gruppen genommen werden kann, diese Fertigkeitsrune, um Heilkugeln spawnen zu lassen. Also wieder Anti-Gruppen-Builds, alles nur noch auf Solo ausgelegt. Der Schadensbonus von Pracht des Feuervogels wird nun vor instabiler Anomalie aktiviert. Das heißt, sonst war es immer erst danach aktiviert und jetzt davor. Das hat was mit dem Archon-Zauberer zu tun. Und ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man jetzt ein Würr-Archon-Bild eventuell erwarten kann. Der Würr-Zauberer soll nächste Season wohl sehr stark werden. Wir werden sehen, ob das tatsächlich der Fall sein wird. Lesen mal, was der Archon jetzt kann. Der Schadensbonus wurde von 20% auf 300% erhöht. 300? Wie krass ist das denn? Wir haben 20%. 300%. Das ist eine wahnsinnige Erhöhung. Also, das ist nicht doppelt so viel, das ist nicht dreifach so viel, das ist mehr als 10-mal so viel Schaden. Rüstungs- und Widerstandsboni wurden auch erhöht. Also, der Archon ist ja wirklich sehr schnell umgekippt. Also, ich denke mal, das kann man so beibehalten. Hier wird es wahrscheinlich noch genervt werden, vermute ich mal. Also, der Schaden ist einfach zu hoch. Der Schadensbonus für jeden getöteten Gegner wirkt jetzt multiplikativ. Ja, wenn das hier noch auf das natürlich dazukommt und multiplikativ wirkt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der einfach zu krass ist, der Archon. Fertigkeitsrune verbesserte Archon. Der Schadensbonus wurde von 22% auf 50% erhöht. Also alles auf Schaden ausgelegt, ist jetzt auch multiplikativ. Teleportation wurde von 3 auf 2 Sekunden reduziert. Das heißt, wir können uns jetzt porten, ganz schnell. Zack, 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 zack. Ja, wir brauchen sowieso Abklingzeiten ohne Ende. Das heißt, ich habe hier auf Teleportation eigentlich gar keine Abklingzeiten mehr und springe nur noch so hin und her. Zack, zack, zack. Na? Okay. Das sind jetzt erstmal die Änderungen. Es ist nichts vom Mönch dabei gewesen. Nichts vom Kreuzritter jetzt aktuell. Wir werden sehen, wo das noch hinführt. Data Mining Legende sagt, die Set-Gegenstände, also alle Sets, bekommen nochmal einen richtigen Schadensboost. Ja, was das bringen soll, außer dass wir höher kommen in Solo-Rifts. Keine Ahnung, vielleicht wollen sie die Solo an die Gruppenrifts angleichen, aber eigentlich soll ja Diablo 3 auch ein Gruppenspiel sein, also. Ja, wer weiß. Ja, aber ich hoffe mal, dass wirklich ein bisschen der Schaden von manchen Sets gepusht wird, die jetzt momentan noch sehr schwach sind, sodass die Sets ein bisschen ausgeglichen sind auf Solo, dass man jetzt nicht mehr sagt, das und das ist jetzt gut oder schlecht und dass man auch mit dem Non-Set natürlich auch ausgeglichen sein kann, dass das nicht das Einzige ist, womit man dann hochkommen kann, weil dafür ist es ja eigentlich nicht gedacht. Das war eigentlich eher als Alternative zu den Sets, dass wenn man legendäre Gegenstände benutzen möchte und die verschiedenen kombinieren will, dann soll man das auch machen können und soll damit genauso hochkommen wie mit einem Set. Momentan kommt man damit teilweise höher. Gegenstände wurden auch verbessert und jetzt kommen wir zu den Edelsteinen. Also Verderben der Mächtigen. Rang 25 reduziert jetzt auch den durch Elite-Gegner erlittenen Schaden um 15%. Also wir kriegen auch weniger Schaden durch Eliten.
der Verderben der Mächtigen war ja eher auf niedrigeren Stufen gut. Auf den höheren Stufen hat den ja kaum noch einer genommen. Der durch diesen Gegenstand gewährten Schadenbonus wirkt jetzt multiplikativ mit anderen Schadensquellen. Das heißt, auch das Verderben der Mächtigen gegen Elite-Gegner, die werden jetzt ratzfatz wahrscheinlich weg sein, wenn der richtig benutzt wird. Vollstrecker, das ist der, wo ich sagte, für den Pet-Build eventuell. Die Schadensreduktion für Gefährten wurde von 25 auf 90% erhöht. Also, die kriegen fast kaum noch Schaden. Und der durch diesen Gegenstand gewährten Schadenbonus für Gefährten wirkt jetzt multiplikativ mit anderen Schadensquellen. Also auch hier multipliziert sich's nochmal. Deswegen der Wolfsgefährte kriegt jetzt nicht nur weniger Schaden, sondern macht jetzt auch nochmal multiplikativen Schaden mit Vollstrecker zusätzlich und anderen Schadensquellen, die wir noch benutzen können. Also das heißt, passive Fertigkeiten, aktive Fertigkeiten, die vielleicht unseren Schaden erhöhen, erhöhen auch den vom Wolfsgefährten. Ja, und das ist vielleicht was, wo der Pet-Build kommen könnte jetzt hier und der Witch-Doktor mit seinen Pets vielleicht den Vollstrecker auch benutzen kann. Kann mir da sehr gut eine Fetischarmee vorstellen. Mit vielleicht Zombie-Hunden und großer und kleiner Mannring. Juwel des wirksamen Giftes. Vergiftete Gegner verursachen jetzt zusätzlich 10% weniger Schaden. Also das heißt nicht mehr nur, dass der Schaden Bonus bekommt, das wirksame Gift, ja, das war ja immer dafür, man bekommt einen Schadensbonus, sondern dass auch die Gegner höheren Schaden bekommen und jetzt erleidet man durch den auch noch weniger Schaden. Also es kann sein, dass man den zur Schadensreduktion theoretisch nutzen könnte, vielleicht sogar in Gruppen nicht schlecht ist. Jetzt kommt was, wo ich mich wirklich sehr drüber freue. Schnelligkeit. Beim Gogok, die Schnelligkeit wird jetzt bei jedem Angriff gewirkt. Außerdem gibt es eine Ausweichchance, die gab es vorher nicht, von 0,50% pro Stapel. Die Ausweichchance erhöht sich um 0,01% pro Rang. Also das ist ein bisschen wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Rang 100 vom Gogok habe ich hier 1, haben wir hier 1% Ausweichchance mehr, ja. Warum? Ja gut, es wird auch nochmal 0,5 pro Stapel erhöht. Ist nicht schlecht. Also der Kreuzritter, vielleicht mit dem Lichtset, ja. Oder der Barbar kann ihn jetzt vielleicht auch benutzen, kann jetzt ein bisschen ausweichen. Also auch vielleicht der Dämonenjäger. Also wir haben ja auch Abklingzeiten drauf. Ich hoffe, das bleibt auch in der Konstellation, dass wir nicht nur Abklingzeitenreduktion haben, sondern auch die Angriffsgeschwindigkeit und auch die Ausweichchance. Ja, Ausweichchance auf jeden Fall gut. Wenn wir dann noch einen anderen Stein drin haben, der uns vielleicht irgendwie einen Schadens Bonus gibt und uns gleichzeitig auch noch einen Schadensreduktionsbonus gibt, fallen wir nicht mehr so leicht um. Mirané-Träne des Sternenwebers. Der Heilig-Schaden wurde von 2000 auf 3000 Prozent Waffenschaden erhöht. Der zusätzliche Schaden pro Rang wurde von 40 auf 60% Waffenschaden erhöht. Das Intervall zwischen den Bögen von Niederstrecken wurde für Rang 25 von 5 auf 3 Sekunden verkürzt. Niederstrecken heilt jetzt jedes Mal, wenn es einen Gegner trifft, zusätzlich 3% eures maximalen Lebens. Also der hat nochmal einen Schadensbuff bekommen. Es wurde von 2000% auf 3000% erhöht, aber beim Waffenschaden macht das nicht ganz so viel auf den hohen Rifts aus. Ich glaube trotz allem, dass der nicht unbedingt für die hohen Rifts geeignet wird. Es sei denn, man kann wirklich den so hoch dann pushen, dass er auf Rang 100 oder sowas ist. Das könnte sich natürlich gut vielleicht für den Dornenbild auswirken oder für den Lichtbild, aber ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass der für die hohen Rifts jetzt geeignet ist. Moratorium. Die Chance des gestaffelten Schaden verfällt, wurde von 10% auf 20% pro getöteten Gegner erhöht. Ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Ja. Dass unser Schaden, der jetzt gestaffelt wird und verfällt, die Chance höher ist, dass der Schaden verfällt und dann nicht mehr auf uns gewirkt wird. Allerdings, ja, es ist immer noch nur 20%.
pro getöteten Gegner. Und wenn wir auf höheren Rifts ewig brauchen, um die Gegner zu töten, und da brauchen wir länger als 3 Sekunden, dann habe ich auch 0% Chance. Einfach. Ja. Wenn ich ewig zwischen den Gegnern hin und her bombe und schieße und versuche, die Gegner zu töten und brauche länger als 3 Sekunden, dann wird der gestaffelte Schaden halt plötzlich auf mich gewirkt und ich habe immer noch nichts von den 10-20%. Schmerzverstärker. Blutungsschaden wurde von 1200% auf 2500% Waffenschaden erhöht. Der zusätzliche Schaden pro Rang wurde von 30 auf 50% Waffenschaden erhöht. Schmerzverstärker war ja was für den Barbaren-Bild. Der Barbar hat den ja drin gehabt. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also kann auch für Gruppenbuilds, denke ich mal, gut sein, wenn der Blutungsschaden hier drin ist und wir nochmal 50% mehr Schaden bekommen vom Waffenschaden. Ich bin noch nicht so richtig, ich weiß noch nicht, wie der Wirbelbarbar, welche Steine der dann haben wird, weil der Taekook wurde leider etwas genervt und überarbeitet. Das gucken wir uns aber gleich an. Stärke der Schlichtheit. Der durch diesen Gegenstand gewährte Schadensbonus wirkt jetzt multiplikativ mit anderen Schadenbonusquellen von Primärfertigkeiten. Der geheilte Wert wurde von 2% auf 4% des maximalen Lebens erhöht. Also wir kriegen mehr Heilung und wir kriegen jetzt einen höheren Schadensbonus. Ja, wir heilen jetzt nicht mehr um 2%, wir heilen jetzt um 4% und der Schaden von Primärfertigkeiten wurde nochmal multiplikativ erhöht. Das heißt also, dass wir jetzt mit der Stärke der Schlichtheit mehr Schaden machen mit Primärfertigkeiten. Das heißt, wir müssen vielleicht den für den Hammerbarbar benutzen, um die primäre Fertigkeit ja, mal gucken, was man damit anfangen kann. Ich werde dann noch ein bisschen auf dem Teststream auf jeden Fall für euch rumprobieren. Taeguk, ja, jetzt kommen wir zu einem, was ich mich noch nicht so wirklich drüber gefreut habe. Er gewinnt jetzt nur Stapel dazu, wenn ihr Ressourcen für eine kanalisierte Fertigkeit verbraucht. Das heißt, kanalisierte Fertigkeiten wie zum Beispiel Wirbelwind. Ja, wenn ich mich permanent im Wirbelwind befinde, kriegt er Stapel. Vorher war es ja so, dass man auch für Sachen, die man nicht kanalisieren konnte, Wirbel bekommen hat. Was heißt Wirbel? Stapel bekommen hat. Und das ging dann so bis 80, 90 Stapel oder so, wenn man den recht hoch hatte. Und ja, jetzt hat er aber nur noch 10 Stapel. Das heißt also, er macht theoretisch nicht mehr so viel Schaden und so viel Rüstung. Stapel verfallen jetzt nach 1,5 Sekunden, wurde ebenfalls erhöht. Also weniger Zeit zwischen dem Verfall. Weiß auch nicht warum. Einfach um den Taiko kaputt zu machen vielleicht, ich weiß es nicht. Gewährt pro Stapel jetzt 2% Schaden, das ist gar nichts. Das sind 20% insgesamt, das ist nicht so viel. Das war vorher, wenn man den recht hoch hatte, auch mehr. Der Schaden erhöht sich um 0,04% pro Rang. Es ist ein Witz. Gewährt 2% Rüstung pro Stapel auf Rang 25. Ja, die Rüstung ist schon mal nicht schlecht, allerdings hat man ja vorher auch, gucken wir uns das mal an, erhöht euren Schaden 3 Sekunden lang um 0,5, nachdem ihr eure Primärressource eingesetzt habt. Das war für die Primärressourcen, ne? Dafür hat man diesen Stapel bekommen. Deswegen musste man ja teilweise auch beim Wirbeln immer mal eine Primärfertigkeit zum Beispiel benutzen. Dieser Effekt ist bis zu 20 Mal stapelbar. War vorher höher. Ne? Konnte man öfter stapeln. Erhöht eure Rüstung pro Stapel um 0,5. Ja. Jetzt um 2% pro Stapel. Also es ist ein bisschen mehr Rüstung geworden, aber ich kann nur noch 10 Stapel machen. Das heißt, dadurch, dass ich früher vielleicht 50, 60, 70 Stapel hatte, ist das ein Witz dagegen. Das ist nicht wirklich ausgeglichen jetzt beim Taeguk. Allerdings habe ich jetzt natürlich eine höhere Rüstung am Ende wahrscheinlich. Und wenn ich den Taeguk mit dem Gogok kombiniere, also wenn ich Ausweichchance und Rüstung kombiniere, kann es natürlich dazu führen, dass ich jetzt vielleicht eine ganz gute Kombination mit den beiden habe, weil ja beide zum einen meine Angriffsgeschwindigkeit erhöhen, also der eine erhöht meine Angriffsgeschwindigkeit, das würde sich auf die Wirbel vom Barbar wiederum auswirken. Das wurde ja angepasst, dass die Angriffsgeschwindigkeit sich auf den Wirbelschaden oder so auswirkt. Und dann habe ich auch noch einen erhöhten Schaden durch den Taeguk.
Und Schadensreduktion durch beide, einmal Ausweichchance und einmal Rüstung, was mir vielleicht als Wirbelbarbar wieder ein bisschen Ausweichchance gibt. Und wenn ich jetzt am Ende möglicherweise noch auf Dornenschaden versuche zu gehen, kann ich beim Durchwirbeln durch die Gegner, während die mich treffen, noch Dornenschaden verursachen und vielleicht fallen sie dann schneller um. Also auch eine Kombination, die ich mal ausprobieren werde. Lichtkranz, der Blitzschaden wurde von 600% auf 1250% Waffenschaden erhöht. Der zusätzliche Schaden pro Rang wurde von 10% auf 25% Waffenschaden erhöht. Ja, für die kleineren Rifts ist das vielleicht ein ganz guter Farm-Bild dann am Ende. Kann sein, dass das sich zum Farmen lohnt. Ne? Wenn man da einfach mit dem Lichtkranz, wie bei Verbindung, durchläuft, auf Qual 10 den entsprechenden Schaden raushaut mit dem Lichtkranz, dann kann das durchaus sein, dass man das zum Farmen gut benutzen kann. Zum Beispiel mit dem Hühnchen könnte ich mir das gut vorstellen. Man rennt dann durch, blitzt die ganze Zeit und die Gegner fallen einfach nur noch um. Hat vielleicht auch noch die Pestilenz drin, dann werden die auch noch verflucht. Kann ich mir gut zum Farmen vorstellen. Zeitstein der Rache, Schadensbonus pro Rang wurde erhöht von 0,05 auf 0,08 pro 10 Meter, die zwischen euch und euren Gegnern liegen. Also haben wir ein bisschen für die Distanzangriffe. Dann kommen wir dann zu allem, was jetzt Gegenstände betrifft. Tiefenwühler. Der durch diesen Gegenstand gewährte Schadensbonus wirkt jetzt multiplikativ mit anderen Schadensquellen. Ja? Primärfertigkeiten verursachen 80 bis 100% Schaden. Ist natürlich super. Da kommen die Tiefenwühler vielleicht wieder zurück und zum Einsatz. Nur mal gucken, also wir hatten ja schon vorher Builds oder es gibt ja schon bestimmte Builds, die die Tiefenwühler drin haben. Und wenn die jetzt natürlich nochmal den Schaden dadurch erhöhen, kriegen diese Builds einen Schadensbuff. Also auch wenn der jetzt sich zum Beispiel nur im Würfel oder so befindet. Dann gibt es ja einiges. Zum Beispiel auch beim Kreuzritter war der drin. Ich hatte im Barbar, da waren die auch drin gewesen. Ich glaube, beim Zauberer sind die auch teilweise beliebt. Oculus-Ring. Dieser Gegenstand wird nun auch durch eure getöteten Gegner aktiviert, wenn euer Begleiter damit ausgerüstet ist. Also auch für den Begleiter wirkt der Oculus-Ring, ja? Blutrünstige Unterarmschienen. Also wenn ihr einen Begleiter habt, dann rüstet den Oculus-Ring aus. Profitiert jetzt von allen Bonusschadensquellen. Das heißt also auch der Dornenschaden hier wieder erhöht, was vielleicht dazu führt, dass wir dann die blutrünstigen Unterarmschienen entweder im Non-Set-Bild finden oder auch nochmal in den Cube mit reinnehmen können, anstelle von vielleicht irgendwas anderem. Das eiserne Herz. Wer weiß, ausprobieren. Solanium kann jetzt nur noch einmal alle 8 Sekunden eine Heilkugel fallen lassen. Vorher 3 bis 4% Chance gehabt und hatte eine höhere Chance, das zu machen. Also kam öfter. Auch hier wird uns wieder der Barbar, der Support-Barbar, kaputt gemacht. Mehrere bereits existierende legendäre Gegenstände. Ja. Frostbrand. Dieser Gegenstand sorgt jetzt mit seiner legendären Eigenschaft dafür, dass Kältefertigkeiten 15 bis 20% mehr Schaden verursachen und hat eine Chance von 50% Gegner einzufrieren. Jetzt kommt das Einfrieren kommt wieder zurück, ja? Wenn wir Frostbrand vielleicht als Support Magier oder Support Witch Doctor ausrüsten, heißt das, ich sorge nicht nur dafür, oder auch Support Monk, ja? Support Monk, dass er zum Beispiel die Gegner einfriert, dass alle anderen jetzt mehr Schaden verursachen und natürlich die Gegner sich nicht mehr bewegen können. Das war ja vorher ein bisschen abgeschaltet. Ich hoffe, dass das auch beim Rift Boss einigermaßen gut funktioniert, weil man den dann öfter einfrieren kann. Magierfaust. Dieser Gegenstand sorgt jetzt für Feuerfertigkeiten. 15 bis 20% mehr Schaden. Ja, auch hier Magierfaust für alle Feuerbuilds kann man die vielleicht entweder im Cube benutzen. Oder was ich mir vorstellen kann, Feuervogel mit Cube oder Prunkring. Neuer Bild. Klassenspezifische Gegenstände wurden auch überarbeitet. Und hier seht ihr auch gerade, dass so ein bisschen schon die Sets mit dazu kommen. Am besten aber, das ist so viel. Da gucken wir nochmal rein. Also Ruf des unsterblichen Königs, Schadensbonus erhöht. Schaden erhöht, Schaden erhöht. Ja? Wir haben überall irgendwas, wo Schaden erhöht wurde, Schaden erhöht. Also bei allen Sets
Das könnt ihr euch selber mal durchlesen bei den Patch Notes. Das gehen wir jetzt nicht einzeln durch. Ihr seht nur, das wurde hier wesentlich mehr erhöht. Und die Frage ist halt, welcher von diesen ganzen Erhöhungen, was wird jetzt der stärkste Build werden? Also wo wird es jetzt den stärksten Build geben? Welcher wird der stärkste Solo sein und welcher wird für die Gruppen besonders stark sein? Ja, das ist alles, was man noch rausfinden muss, so ein bisschen auf dem PTR. Fehler behoben, ach ja, Feuervogel, Diener eines seltenen Monsters, entzündet worden. Ja. Okay, ich glaube, da war keiner böse drüber, wenn das aus Versehen gewährt wurde, der Schaden. Auch wenn die Diener des seltenen Monsters angezündet werden. Ich meine, die sind ja auch nicht gerade ohne, ne? So, was haben wir denn hier noch? Kopfgelder. Falls die Kopfgelder sowohl für Akt, wird der Bonusakt jetzt immer zuerst abgegeben. Ja, das war ja. Vorher war das Kacke. Man hat den Akt 3 und den Akt 4 vielleicht abgeschlossen, wollte dann abgeben und er hat nicht den Bonusakt ausgewählt, wenn man Pech hatte, sondern dann hat man nur ein Würfelchen statt zwei Würfelchen bekommen. Nephalem-Portale, das ist nochmal wichtig. Große Nephalem-Portale, der erlittene Schaden wurde verringert in höheren, ne, über 70. Die Menge der gewährten Erfahrung großen Nephalem-Portalen 70 und höher wurde verringert. Also weniger Schaden, aber dafür auch weniger Erfahrung und ein bisschen weniger Gold. Dafür sind die Aufwertungskosten bei großen Nephalem-Portale reduziert worden, aber das Verhältnis des erhaltenen Goldes zu den Aufwertungskosten bleibt unverändert. Weiß nicht, warum man das gemacht hat. Also, ich kriege weniger Gold, aber kann aber trotzdem weniger ausgeben fürs Aufwerten und bleibe am Ende genau auf dem selben Level vom Gold. Also, das hätte man da auch nicht machen müssen. So, Set-Portale wurden nochmal überarbeitet. Da könnt ihr euch dann auch selber durchlesen, was da jetzt genau gemacht wurde, weil einige waren ja doch sehr schwer zu erreichen. Fehler unter bestimmten ein Set-Portal nicht beenden konnten. Da, das sowas ist ärgerlich. Das ist wie wenn man stirbt und hat keinen Wiederbeleben-Button mehr. Gut, außer man befindet sich im Hardcore, dann ist klar, ne? Handwerk, behobene Fehler. Ja, nicht richtig angezeigt. Monster. Monster ist immer wichtig. Angriffe von Gefährten durchbrechen jetzt genau wie Angriffe von Spielern die Rüstung von urzeitlichen Täuschern. War wohl nicht der Fall. Goldene Barone lassen jetzt weniger Gold fallen. Warum? Wieso? Wieso? Goldene Barone, hallo? Ich will doch den Dingens schaffen. Die gnadenlose Hexe. Ihre Schilde wurden sowohl im Reich der Zwietracht als auch im Reich des Schreckens entfernt. Ihr Leben wurde im Reich der Zwietracht erheblich erhöht. Okay, die hat jetzt mehr. Das Gute ist, sie hat keine Schilde mehr. Yay! Nicht mehr ewig drauf rumdreschen, bis die endlich stirbt, die Alte. Das Schlechte ist, sie hat mehr Leben. Die Frage ist, wie viel Leben hat sie denn mehr? Kompensiert das jetzt ihre Schilde? Aber dann kann man vielleicht Leoric und die Hexe gleichzeitig killen und kriegt dann eventuell einen Erfolg. Weiß man nicht. So, Benutzeroberfläche. Wenn ihr beim Vergleichen eines Gegenstands die Umschalttaste gedrückt haltet, wird jetzt auch der Bonus von Kalsans Verzweiflung aus dem Vergleich entfernt. Also, da kann man das besser sehen. Beim Ansehen eines Spielerprofils im Spiel wird nun angezeigt, ob ihr euch das aktuelle Profil anseht. Also, weil man wusste ja jetzt momentan nicht, war das Profil, was ich mir angucke von jemandem, der. Also, es gibt öfter mal Leute, die fragen mich irgendwas. Und ich gucke mir dann das Profil an und sage, hier, ist das noch aktuell oder hast du irgendwie was anderes jetzt drin, weil das funktioniert so zum Beispiel nicht, wie du es jetzt hast. Und dann sagt er, ja, ich habe das schon vor einer Stunde gerade ausgetauscht, aber mein Profil hat sich wohl noch nicht aktualisiert. Ja, und dann muss man natürlich wieder schreiben, was habe ich jetzt drin, statt dem und dann stimmen die Werte wieder nicht. Ja, das ist nicht so einfach. Die Inventarschaltfläche für Charaktere ab Stufe 70 leuchten jetzt nicht mehr auf, wenn ein neuer Gegenstand aufgenommen wird. Ja, war jetzt nicht so wichtig für mich. Eure höchste Schadenszahlen werden jetzt ebenfalls in Orange angezeigt, wenn gekürzte Schadenszahlen deaktiviert sind. Okay. Den Stapel- und Aufladezahlen in der Hotkey-Leiste und der Stärkungseffekt-Symbolen wurde ein Schatten hinzugefügt. Schön. Behobene Fehler. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Profile nicht richtig aktualisiert wurden. Ja, okay.
Das ist wahrscheinlich das, was sich hier obendrauf auch ausgewirkt hat mit dem aktuellen Profil. Was auch noch, glaube ich, behoben werden sollte, ist mit dem Paragon-Level. Wenn man ein Paragon-Level erhält, dann wurde das ja jetzt immer vor den Buffs und so. Also das hat sich ja direkt davor geblendet. Das wurde jetzt höher gesetzt, damit man da nicht mehr ja, irritiert wird. Und was durchs Data Mining auch noch herausgekommen ist, ist, ich weiß gar nicht, ob das hier schon, ja, ob das hier schon drin steht. Nee, steht nicht drin in den Patch Notes. Es soll einen neuen Goblin geben, angeblich. Der Goblin soll wohl Gefährten, wenn man Glück hat, spawnen. Also neue Gefährten, die man jetzt wie den Hund als Season-Belohnung erhält. Ob sie den wirklich einführen oder nicht. Ich glaube noch nicht wirklich dran. Ich glaube einfach, man hat es schon mal so mit aufgenommen, was man machen könnte, hat sich aber vielleicht noch nicht so wirklich dafür entschieden, weil in Patch selbst ist noch nichts davon zu lesen. Ja, ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen aufschlussreich für euch. Wenn man nämlich die Patch Notes sich so ein bisschen durchliest und auf dem Test Realm dann ein bisschen was ausprobiert, da kommen wir dann später auch nochmal dazu in einem anderen Video. Da zeige ich euch mal, wie man im Test Realm das Ganze überhaupt aufsetzt und wie man das dann im Teststream sich anschaut, was man dann machen muss und wie das überhaupt funktioniert. Und dass ihr da auch keine Angst zu haben braucht, dass euch was passiert. Das zeige ich euch aber dann nochmal. Und es ist wichtig, wie gesagt, zu wissen, was denn überhaupt gepatcht wird, weil sonst fängt man halt an, ich nehme ja jetzt mal den Charakter, den Mönch, und lege jetzt einfach mal los und am Ende hat er hier gar keinen Patch und vielleicht komme ich damit gar nicht so hoch und in Gruppen fällt der auch aus, weil die anderen da vielleicht verbessert worden sind und dann habe ich mir umsonst einen Charakter schon mal hochgezogen, habe mir da einen Support vielleicht aufgebaut und dann merke ich, diese Season ist schlecht mit Mönch oder diese Season ist schlecht mit Barbar oder schlecht mit Dämonenjäger. Dann muss ich mir vielleicht doch was anderes suchen. Ja. Und dann fängt man wieder von vorne an, muss dann wieder leveln. Und am schnellsten kriegt man halt in der Gruppe Gegenstände, Gold, kommt in die entsprechend hohen Portale, kann sich seine Edelsteine hochziehen und kann dann ordentlich spielen. Ja, wenn man nicht in Gruppen spielt, sondern die ganze Zeit immer nur solo, so für sich hindüttelt oder nur in öffentlichen Gruppen, die vielleicht gar nichts können, weil die auch keine Ahnung haben, die Leute. Ja, es gibt solche Gruppen in öffentlichen Spielen und es gibt solche Gruppen in öffentlichen Spielen. Es gibt Gruppen, da fällt mal vielleicht einer aus dem Rahmen und es gibt mal Gruppen, da fallen alle aus dem Rahmen, weil sie alle keine Ahnung haben. Und dann braucht man halt so zum Farmen von Kopfgeldern jetzt mal nicht 2 bis 3 Minuten, sondern braucht man halt mal 2 bis 3 Stunden, weil es keiner gebacken bekommt. Ja, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Wenn ich da noch ein bisschen drauf eingehe, vor dem Beginn der Season, wie man vielleicht ein ordentliches Gruppenspiel ausführen kann. Aber da sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Tschüss.